Servus Leute, willkommen zurück zu Dark Souls. Mittlerweile. Maus ist im Bild. Geil. Muss ich rausschneiden. Ich hoffe, ich erinnere mich daran. Wenn nicht, dann. Sorry. Hab ich vergessen. Habe ich nicht aufgepasst. Mittlerweile in der 152. Folge von Dark Souls. Ich glaube, so lang wie mein Let's Play ist kein anderes auf YouTube. Ja, ich starte wieder beim Leuchtfeuer, weil ich habe wieder ein paar Tage Pause hinter mir. Habe gerade eben noch Tekken 7 gestreamt. Aber jetzt gehe ich mal da hoch und schaue nach, was dieser blinde Gigant von mir möchte. Well, thus come again. This is a surprise. Gegenstand kaufen. Gekauft habe ich schon die Pfeile. Gut. If thou seekest to explore this domain, be wary of a black dragon. I fear thee no match for this terrible beast. Okay. There's very little to be said. What good is a dog with no hares to hunt? But I'm lucky to be alive, I suppose. There's very little to be said. What good is a dog? If not, but I'm lucky to... Farewell, human. Lead thy life as thou seest fit. Dieser Riesenbogen? Ist denn für nichts dann nur für einen Pfeilekauf? Well, thou comest again. Oh, what a strange one. What could it... But I'm... Die anderen sagen doch immer, ich soll schön oft mit den Typen hier reden, aber... Okay. Ich schätze, ich muss noch etwas erledigen, bevor ich mit dem Typen irgendwas machen kann. Ich weiß nur nicht was. Wenn ich das jetzt wüsste, dann wäre mir sehr geholfen. Da ist das Grab von Artorias. Den ich ja leider auf dem Gewissen habe. Was liegt denn da an? Liegt da eine Echse? Hast du da eine Echse hingelegt, Frau? Ich würde gerne mal wissen, wofür der Anhänger da gut ist. In den Silberanhänger ist das Wappen von Artorias eingraviert. Er ist ein uralter Schatz aus Anolon und wurde Artorias verliehen, weil er sich den Abgrund stellte. Der Anhänger schützt vor finsterster Abgrund, besonders in ihrer magischen Form. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Das werde ich wohl noch erfahren. Königlicher Wald. Was ist denn das da unten? Da unten ist ein Shiny, glaube ich. Wie komme ich da hin? Oh, da ist auch ein Shiny. Und da kann ich runtergehen, Seele Ritter. Okay, jetzt bin ich gespannt. So, naja, es war nur eine Blume. Da vorne ist ein Gegner, das sehe ich doch. Wo ist denn mein Bogen? Mein Drachentöterbogen. Kann ich mit denen die Pfeile verballern? Ein Millimeter noch. Ja, das war zu weit. Sind die Pfeile groß. Machen die Pfeile Schaden?
bin jetzt zwar ein bisschen langsam, aber es ist mir eigentlich gerade egal. Oh oh. Du bist ein Hund, oder? Ihh. Ziemlich hässlicher Hund. Tut mir leid, Hundchen, ich muss das tun. Ich weiß nicht, wie stark ihr seid. Ihr gebt nicht so viel Punkte, das heißt, ihr seid wahrscheinlich nicht so stark. Seele, ehrenwerter Ritter. Kommen jetzt wieder ein paar Seelen, mit denen ich mich aufleveln könnte. Immer mit dem ich diese mega fitten Pfeile da kaufen kann. Noch besser sind das die Drachentöterpfeile. Ja, was? Und ich sehe was. Nicht treffen. Oh oh. Tut mir leid. Es tut mir mehr weh als dir. Moment, da hinten. Ich muss mich wohin stellen, wo ich auch gut schießen kann. Moment, das sind keine Hunde, das sind Wölfe. Es ist ja noch schlimmer. Tut mir leid. Es tut echt mir mehr weh als euch. Ich erwarte euch wenigstens einen schnellen Tod. Was auch immer da ist. Nein, ein Drache. Oh, habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Aber nicht so eine Art Schreck erschrocken, sondern mehr Angst erschrocken. Ich gehe, tschüss. Wahrscheinlich muss ich gegen das Teil battlen. Aber jetzt erst, nein, nicht. Nein, nein, nein. Letztens habe ich gesehen, dass da irgendwo was rumfliegt. Sollte ich mir mehr dieser Pfeile da holen. Werde ich am besten auch. Das heißt, ich werde jetzt diese Seelen einsetzen, um mir Pfeile zu kaufen. Natürlich renne ich in den falschen Eingang rein. Wenn ich gegen den Drachen jetzt battlen muss, dann sehe ich ganz schön alt aus. Ich bin doch nur ein einfacher Untoter. Wie soll ich jemals einen Drachen besiegen? Apropos Drache, der eine Drache auf der Brücke da. Den müsste ich auch mal kalt machen. Wenn irgendwie möglich. Ich glaube, das werde ich auch mal versuchen in Angriff zu nehmen. Ob der Anhänger ist, weiß ich nicht. Das 1000, ja, geht so. Ups, ich hab's nicht gelesen. Irgendwas mit schwarzer Drache, ja. Yes, I thought as much. He's called Calamite. Ferocious dragon indeed, even mighty Analanda dared not provoke his ire. I see little good coming from this, but
My intent is to persevere to the bitter end. Ich glaube, wenn ich jetzt ja sage, macht er irgendwas, womit ich dann gegen den Drachen betteln kann. Und ich glaube, das muss ich. Good, good. What is bravery without a dash of recklessness? I've taken a liking to thee, and I owe thee much for thy service to Artorias. Now, watch, and see how Glorf hunts dragons. Yes, a truer shot was never loosed. That bat will be grounded for a good spell. The rest is in thine hands. I await good tidings. Ah, dragon slaying, knighthood's highest calling. Ancient dragon. Scribe or no, he will not be put down easily. Ich glaube, ich sollte ein bisschen Respekt vor Kalamit haben. Kann gut sein, dass er mich platt macht. Okay, ich habe jetzt 19 von Gooks großen Pfeilen. Farewell, human. I await good tidings. Oi, oi, oi. Worauf lasse ich mich da jetzt schon wieder ein? Oi, ich glaube, der Drache wird mich so platt machen. Oh, ich versuch's. Wäre ja nicht der Wolf, wenn ich's nicht versuchen würde, nicht wahr? Und zuvor möchte ich nicht da rein, und mal an mein Leuchtfeuer Platz nehmen. Auf meinen aufgemotzten. Ich glaube nicht, dass das Spiel noch allzu lange dauern könnte. Um ehrlich zu sein, glaube ich sogar, dass nach dem Drachen und dem Typen mit dem Feuerschwert, diesen, wie hieß er, Aschefürst Gwyn. Ich glaube, danach ist das Spiel schon vorbei. Dass ich erst den Drachen erledigen muss und dann Gwyn. Ich glaube, das war's dann mit Dark Souls. Ich meine, gut, hat lange gedauert. Die Dark Souls wird noch viel, viel länger dauern. Ich würde ihn gerne an euch vorbeirennen. Aber ich weiß nicht, wie mächtig ihr seid. Tut mir echt leid. Gut, wenigstens gibt ihr nicht so viele Seelen. Da muss ich nicht so vielen Seelen hinterher trauern. Wenn ich sie dann verliere. Und da ist eine Nebelwand. Okay. Genau, da war einer. Oh je, er kommt her. Wenigstens bereite ich ihn ein schnelles Ende. Es ist ja schon mal etwas. Lebst du noch?
Scheiße, er lebt noch. Tut mir leid. Muss das sein. Ich mag's auch nicht. Tut mir leid, auch wenn du ein bisschen creepy aussiehst. Okay. Schwarzer Drache Kalamet, wie du genannt wurdest. Ich komme. Wahrscheinlich muss ich da jetzt nach unten klettern und dann kommt, glaube ich, keine Katze. Und da unten liegen ein Haufen Shinies. Ja, das Viech haut ab, das macht mir jetzt nichts. Shinies werde ich nicht einsammeln, die sammle ich erst ganz spät ein, wenn ich den Drachen besiegt habe. Auch wenn es lange dauern könnte, aber... Schwarzer Drache Kalamet, wo bist du? Wahrscheinlich irgendwo in der Luft. Falls du fliegen kannst. Oh oh. Er kommt her! Ich glaube, ich sollte das Teil wegpacken. Weiß nicht, was du drauf hast. Feuer! Okay. Nochmal Feuer sparen, ja. Oh! Ich habe mich doch geschützt, warum hat das nicht gefruchtet? Der ist über mir. Okay, wenn er nach oben fliegt, abhauen. Ganz, ganz schnell. Ja, toll, der Stein steht voll im Weg. Du hast eine ganz schöne Reichweite. Ich will wenigstens gucken, wie viel Schaden ich dir mache. Boah! Okay. Verdammt. Aber meine Waffe scheint stark zu sein. Ich müsste jetzt das Glück haben, und er müsste nochmal so auf mich zugehen. Dann kann ich ihm ein, vielleicht mehrere Pfeile reindrücken. Weiß ich nicht. Ich meine, ich habe zwar jetzt die Superpfeile von Guch erhalten. Oder wie der Typ heißt. Der Blinde. Dieser blinde Riese. Ja, ich habe nur mehr 14 Pfeile. Ich hätte mir neue kaufen sollen. Nämlich die Seelen der Opfer. Tut mir leid. Muss sein. Gegen die Viecher auch die normalen Drachentöterpfeile verwenden, theoretisch gesehen. Ich bin mir nicht sicher, dann überleben sie noch und dann habe ich ein Problem. Ist näher ran, leider. Lebt er noch? Ah, scheiße, er lebt noch. Was mache ich denn jetzt? Tut mir leid. Muss sein. Moment, nee, ich lasse den Bogen. Auch wenn ich jetzt ein bisschen schwerer bin. Und um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass ich mich da oben hinstellen kann und die Drache abballern kann mit Pfeilen. Das ist sogar äußerst unwahrscheinlich. Anscheinend kommt er erst, wenn ich unten bin. Da unten ist mir gut, das ist mir egal. So ziemlich. Ich verliere die Seelen sowieso wieder. Leider von rechts.
Ja. Oh, wie niedlich. Weg. Ja, steh auf. Junge. Scheiß Stein ist voll im Weg. Das war nicht sehr klug, dass ich da stand und mit dem Bogen abgeknallt habe. Oh oh. Du dummer Hund. Oh. Nee, 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 nee. Okay, mit dem Bogen kann ich nur maximal 2 Schuss landen. Maximal. Wie viele Pfeile habe ich noch? 7. Okay, etwa 4 für die Hunde, dann würden mir 3 übrig bleiben. Ich müsste mich ein bisschen weiter links stellen, dass ich eine bessere Position habe. Von da aus müsste ich dann 2 Schuss auf den Drachen ballern und dann schnell den Bogen wegpacken. Sonst habe ich ein kleines Problemchen. Der Drachentöterbogen ist nicht so schwer wäre, aber um ehrlich zu sein, bin ich froh, dass ich überhaupt so eine starke Waffe habe. Es tut mehr weh als dir, glaub mir. Leider warten, bis er ankommt. Da guckt ihn euch an, der ist so süß. Und ich muss ihn das antun. Es ist so dreckig von mir. Bitte ist halt tot. Danke, ich will nicht, dass du noch länger leidest. Okay, 4 Pfeile habe ich noch. Ich glaube, ich werde es so machen, dass ich nur einen Schuss abgebe. Dann schnell das ganze Zeug wegpacken. Alles hin und Ring des bösen Augen. Des bösen Auges. 1216. Ja, bricht bei Entfernung. Nee, den Ring werde ich ganz zum Schluss nehmen. In den letzten Kampf steckt Feuerverteidigung. Moment. Feuerresistenz, wo sind die denn? 333, 123. Okay, 132. Okay, ich glaube, den Ring kann ich nehmen. Sollte mir zumindest gegen Kalamet viel weiterhelfen. Zählen können nicht mal im Ernst. Also jetzt gerade so. Da ist er. Ja toll, viel zu niedrig. So. Habe ich ihn getroffen? Ja, aber nur ein ganz kleines bisschen. Was machst du denn? Oh! Ich wollte eigentlich ausweichen. Ja, jetzt immer nach so einem Sturmangriff kann ich ihn treffen. Nein! Das war das falsche Feuer. Oh gut, ich habe mich gerettet.
Oh, hab ja eine Reichweite. Nein. Ich Idiot. Auf Double. Ja, getroffen. Ui, er stampft auf ihn. Wildes Rhinoceros. Nicht gierig sein. Was ist das denn? Was auch immer es ist, lass mich in Ruhe damit. Auf. Oh, ich habe mich gerollt, aber es war zu spät. Verdammte Kiste. Oh oh. Rennen, rennen, rennen. Ah, dreckig. Sauf, schnell. Ich habe mich wieder gerollt, aber wieder zu spät. Zwar geschützt, aber es scheint nichts gebracht zu haben. Schnell. Jetzt. Verbrauch Flakons ohne Ende. Ey, du mit deiner ewig langen Reichweite. Schnell. Nochmal. Und vielleicht mal mein Schild hochhalten. Ja, er haut auch mit dem Schwanz zu. Jetzt werde ich dich töten. Das war gerade noch. Uiuiui. Okay, okay. Ah, hat der eine Reichweite? Ja, die Seelen, die sind mir gerade egal. Ich glaube, ich kann diesen Kampf nur gewinnen, wenn ich seine Fehler ausnutze. Komm mir nicht so nahe. Was auch immer es ist, ich will es nicht wissen. Komm angeflogen. Drache. Nicht so. Okay, ich glaube, ich habe sein Bewegungsmuster in etwa durchschaut, alle seine Moves. Zumindest weiß ich, wann er was. Glaube ich zu wissen, wann er was macht. Ja, toll, ich roll mich genau rein, bin ich nicht gut. Ich glaube, ich habe den Muster durchschaut. Könntest du bitte von mir abhauen? Verbrauch Flakons ohne Ende. Getroffen? Nee. Jetzt kann ich ihn geben. Hau drauf. Oh, Kacke. Ich stehe natürlich genau mitten im Feuer drin. Nicht den Drachen treten, als ob ihn das jucken würde. Ja. Hau ab von mir. Stampft wie ein Kleinkind. Nun ist er keins. Scheiße. Ja, abhauen und saufen. Ja, der ist einfach. Aber es liegt wahrscheinlich daran, weil ich 80.000 Level mehr habe. Und auch. Oh ne. Weg, 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 weg. Scheiß Felsen.
Fels in meinem Weg und hat mich daran gehindert. Ja, toll, ich roll mich direkt in seine Hörner rein. Ich dummer zwar, mache ich nichts. Ich denke mir so, haha, ist ein Drache, der wird mir schon nichts tun. Er schneidet mir den Weg ab, das gefällt mir nicht. Und das gefällt mir ebenfalls nicht. Und dass mir gerade der Fuß einschläft, ebenfalls nicht. Okay, das war jetzt gut. Ja, ich hatte keine Ausdauer mehr, um abzuhauen. Verreck doch! Nein! Ich hab den fast! Stirb! Drachenvieh! Nicht gierig sein, nicht gierig sein! Was ist denn das? Ein Fluch? Oder was habe ich da auf meiner Birne? Ring des Unheils. Aber auf jeden Fall den Drachen besiegt. Lohn ist gut, ist wieder da. Und 60.000 Seelen. Jetzt guck ich mal, was das für Scheine sind. Aber zuvor muss ich Hedy schreiben und fragen, ob jetzt noch was kommt. Abgeschrieben, Kalamet tot. Kommt jetzt noch was vom DLC? Ich nehme mal an, nicht. Glaube ich. Ein Drache hoch über den Himmel, aus der Sichtweite des bloßen Auges. Ach so, das war ein Hinweis, oder die Seele Ritter, Seele Held, Seele Ritter. Ich habe jetzt doch wieder ganz schön viele Seelen. Wobei ich sagen muss, dass ich auch schwer überlevelt bin. So richtig. Um ehrlich zu sein, wenn ich das Projekt beenden kann, ohne irgendwie gecheatet oder so, dann ist es mir das eigentlich wert. Wenn nur Adlerauge hier wäre. Ups, großer Pfeil. 3. Also nochmal 3. Ich glaube, hier ist ansonsten nichts mehr, oder? Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich in dem Spiel keine 100% habe, aber um ehrlich zu sein, habe ich auch nie gesagt, dass ich 100% machen will. Irgendwas habe ich bestimmt vergessen. Frage ist nur was. Jetzt auf die Schnelle fällt mir gerade nichts ein. Müsste jetzt, wenn das DLC jetzt wirklich vorbei ist und Aschefürst Grimm der letzte sein sollte, müsste ich jetzt zum Feuerbandschrein und von dort aus nach unten gehen, wo diese Händlerschlange da ist oder was das sein soll. Und wenn ich dann den Aschefürst Grimm besiegt habe, ist das Spiel wahrscheinlich vorbei. Ich meine, wie gesagt, ich bin maßlos überlevelt und habe eine Power-Ausrüstung bis zum Geht nicht mehr. Aber nun gut. Für mich persönlich ist das Spiel anders offensichtlich nicht schaffbar. Was macht denn nichts? Es gibt Leute, die sich noch viel blöder anstellen wie ich. Das weiß ich. Und vor allem habe ich in diesem Dark Souls Let's Play auch keine Phantome verwendet, außer bei den Turmgargoyles, aber da habe ich das mit den Phantomen noch nicht gewusst. Hätte ich es gewusst, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht verwendet. Dann wäre das Projekt zwar ein paar Parts länger, aber um ehrlich zu sein, wäre mir das dann egal. Einen Moment mal. Bringt der Ehrenwert der Ritter 10.000? Das wäre jetzt schön.
Ja, gut, 8000. Oh, diese creepy Viecher, die jagen mir Angst ein, so ein bisschen. Und vor allem schläft mir die ganze Zeit der Fuß ein. Das ist auch nicht so geil. Ich könnte mehr Stärke nehmen. Oder ich nehme Kondition. Oder Lebenskraft. Ich meine, das Spiel ist nicht mehr allzu lange. Ich nehme Kondition. Und ich gehe jetzt vor allem weg, weil die Teile da hinten creepy sind. So, jetzt möchte ich noch gucken, was der Golem sagt. Der Blinde. Vielleicht beglückwünscht er mich. Vielleicht verleiht er mir irgendwie einen Orden oder so. Wobei ich das allerdings nicht glaube. Je nachdem, ob jetzt hiernach noch etwas kommt oder nicht vom DLC, werde ich im nächsten Part wahrscheinlich zu Aschefürst Gwyn gehen. Und falls ich ihn schnell besiegen sollte, ist der nächste Part vielleicht sogar schon der letzte. Wer weiß. Hast defeated Calamite? Wondrously played. Lord Gwyn's blessing upon me. That beast will never take to the skies again. Okay. Ja gut, 5 Pfeile besser als gar nichts. Farewell, proud human. May every honor be bestowed upon thee. Sagst du mir jetzt noch irgendetwas? Ich meine, ich mag dich total. Thou comest again, legend of humans. It is always an honor to speak with thee. Dragons shall never be forgotten. We knights fought valiantly. But for every one of them, Hat er, glaube ich, schon Silver-Edged gesagt. Traveler of our twilight. Farewell, proud human. Ich mag den. Der ist total in Ordnung, der Schmied. Schmied, sage ich, der ist ja eigentlich kein Schmied, glaube ich. Das ist ein Bogenschütze. Dann Drachenbogenschütze, dann Drachenschütze da. Irgendwie sowas. Moment, ich könnte jetzt noch meine Seelen verbraten, was ich auch tun werde. Und schauen, auf wie viel ich komme. Wenn es sich für ein Level-Up ausgeht, erreiche ich noch ein Level. Ich meine, es ist zwar dann unehrenhaft wie Sau, aber hey, ist mir eigentlich egal. Wenn es nicht ausgehen sollte, dann kaufe ich gleich Pfeile beim Typen da gerade. Oh, ich sehe schon jetzt schon, es geht sich nicht aus. Okay, ich werde Pfeile kaufen. Nicht gleich wieder zurücklatschen. Hey, diese Pfeile sind sau stark. Aber dafür auch sündhaft teuer. 650 pro Pfeil. Das ist echt kein Pappenstiel. Aber besser als gar nichts. Das heißt, besser als gar nichts, die Pfeile sind über. Also über, ihr wisst schon, total stark und so. Da kommst du. Ich dann kaufen. Hallo Maske, danke Maske. Habe ich die beiden schon? Nee, oder? Die kosten nur 5, im Ernst. 66 Pfeile Farewell, von dir. Cop. Das ist der Hammer. Das ist übermäßig. Nun gut, Kalamet ist auch bezwungen. Das heißt, ich werde jetzt mich zum Feuerbandschrein teleportieren und dann wahrscheinlich im letzten Part, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es wirklich der letzte Part dann sein wird, werde ich Aschefürst Gwyn bezwingen. Und danach ist das Projekt vorbei. Wow, das ist aktuell mein längstes Projekt. Und wahrscheinlich wird es mein längstes Nicht-Novel-Projekt. Feuerbandschrein. Zumindest bis Dark Souls 2 und 3.
Bei 3 weiß ich noch nicht genau, ob ich das dann wirklich auch so aufnehmen kann. Dann würde ich sagen, das war Dark Souls. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.